Die Torale, die ist wirklich vielseitig einsetzbar. Man kann sie in allen Varianten kombinieren, ob es mediterran ist oder jetzt so wie wir es ein bisschen leicht exotisch machen. Das Fischfilet von der Torale ist einfach, das passt überall dazu. Das ist wirklich hervorragend. Zu Hause mache ich es am liebsten ganz einfach, im Ganzen braten, mit ein bisschen Olivenöl, Meersalz, Baguette, fertig. Heute haben wir die Torale, die Royal. Wir haben ja das Rezept auf vitafil.de mit dem Erdbeergrupper. Aber die Torale eignet sich hervorragend dazu. Und außerdem hat die Katharina gesagt, sie möchte unbedingt einmal einen Fisch filetieren. Das wird sie halt machen dürfen. Da haben wir gleich einmal einen Fisch, damit wir gleich die Merkmale zeigen können, an was man sieht, die Qualität. Man drückt leicht hinein und wenn das Fleisch wieder raufkommt, dann ist das Zeichen, dass er noch frisch ist. Wie du schon vorher angesprochen hast, muss man schauen, ob die Augen noch glasig sind und natürlich die Kiemen, ob sie noch richtig rot sind. Glasig müssen die sein. Ich dachte auch immer, die müssen so einen Bogen noch haben und nicht so eingefallen sein. Und dann, das ist auch ein Merkmal. Und natürlich der Geruch. Wenn er zu sehr nach Fisch stinkt, also er sollte am besten noch mehr riechen, dann ist er richtig gut. Die Torale Royale heißt auch Goldbrasse. Ist ein sehr beliebter Speisefisch im Mittelmeerraum. Und der Name Goldbrasse kommt aus den goldenen Flecken, die allerdings verblassen beim Todeskampf. Also sonst hat er schöne goldene Schimmer rein und deswegen nennt man ihn auch Goldbrasse. Und bei der griechischen Göttin, Aphrodite, war er noch heilig gesprochen, nicht? Weil er bisexuell ist. Also bei der Geburt ist er männlich und entwickelt sich dann zum Weibe, nicht? Na dann, gehen wir es einmal an. Muss man alle Schuppen abmachen? Ja. Also es gibt auch Köche, die was die Schuppen mitbraten. Man kann sie schon essen, aber ich empfinde sie als unangenehm. Und deswegen befreien wir jetzt alles von den Schuppen. Aber viele sind das ja gar nicht, ne? Ja, wir haben da schon ein bisschen vorgearbeitet. Und das macht man am besten mit einem Spezialmesser oder kann man das auch mit einem normalen? Man kann es natürlich auch mit einem ganz normalen Messer nehmen. Geht man mit dem Rücken hin. Jetzt, der ist leider schon entschuppt und dann geht man her. Also immer mit dem Messerrücken, nie mit der Schneide, weil sonst könnte man reinschneiden ins Fleisch. Und dann sollte man aufpassen. Die sind richtig spitz. Also wenn man sich da mit dem Finger reinkommt, das entzündet sich und ist sehr schmerzhaft. Das ist quasi so die Rückenflosse. Genau, die ist richtig spitz und wenn man jetzt da sich reinsticht, dann entzündet sich's und ist sehr, sehr schmerzhaft. Das wird richtig mit der Schere abgeschnitten. Ja. Da kann nichts passieren, man kann richtig schön auf dem Rückenrad. Und Torale ist ein super Speisefisch zum Üben fürs Filetieren. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Es gibt natürlich mehrere Varianten beim Filetieren. Wir gehen her mit dem Kopf. Unterhalb der Flosse. Genau. Dann kann man da schön durchdrücken. Den Kopf, dann gehen wir dann auf die Seiten. Und jetzt gibt es die Variante, manche gehen her beim Kopf und ziehen durch oder von hinten. Für mich bleibt an beiden Seiten dann zu viel Fleisch hängen. Deswegen geht man immer her. Man hat eh die Gräte. Und dann kann man da entlang gehen. Ganz vorsichtig, nie steil, einfach so. Da kann man immer sicherheitshalber da fühlen. Und dann geht man einfach der Gräte entlang. Und wichtig ist, dass die mittlere Gräte, die hat eine leichte Wölbung. Bis zu dahin gehen wir. Kann man jetzt schon schauen? Quasi das Rückgrat. Genau. Und dann kann man hingehen und schon einmal so durchziehen. Man sieht, auf dieser Gräte ist absolut kein Fleisch. Dann filetieren wir jetzt die zweite Seite. Wir möchten da zwei Filets. Die Seite ist jetzt für die Rechtshänder ein bisschen feiner als für die Linkshänder, so wie mich. Aber ich bin ja in diesem Fall sehr gut geübt. Und wichtig ist immer vorsichtig, weil wir wollen ja das Fleisch am Filet drauf haben und nicht auf der Gräte.
lange muss man üben, bis man das so hinkriegt? Ja, so 5-6 Fische gehen schon drauf. Die Gräten, die eignen sich hervorragend für eine Fischsuppe. Die kann man ja beim nächsten Mal machen. Ist ganz schnell zubereitet und richtig eine schöne Delikatesse. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Da sind auch noch Gräten. Da gehen wir her, ganz vorsichtig. Fahren da entlang. Und jetzt sieht man, da drinnen sind noch die Gräten, vor dem, was die meisten Angst haben. Auch das ist ein Qualitätsmerkmal oder ein frisches Zeichen. Wenn die Gräten ganz, ganz leicht rausgehen, dann liegt der Fisch circa schon 2 oder 3 Tage. Da sind die Gräten fast nicht rauszubekommen, weil die haben quasi einen Widerhaken. Ne? Da steigt man immer drüber und dann merken sie, wo die Gräten sind. Das geht am besten mit einer Zange. Ja. Es gibt extra Fischzangen, die sind nur teuer. Und der Fisch sowieso sollte man ungefähr 2-mal die Woche frischen Fisch nehmen, zu sich nehmen. Der hat Omega-3-Fettsäuren, die was das Herz schützen und auch die Gefäße. Ich kann jetzt euch nur die zweite Variante zeigen. Das ist natürlich die schnelle. Das wäre jetzt die zweite Variante. Aber da sieht man, da ist halt dann viel Fleisch noch drauf. Ne? Mhm. Und das kann man durch unsere Technik vermeiden. Das ist alles schönes Fleisch. Und ich habe sie lieber am Fisch als wie dann in der Suppe. Ist natürlich viel schneller. Mhm.